Danke wieder fürs Reinklicken und wir machen gleich weiter mit der Kampagne Alara. Erwartet uns. Ramaz spoke of a furred goblin dracomancer who lived on a volcano. The goblin could scry with fire, using an enchanted gem shard. The only place I know with dragons and hairy goblins is Jund, on the plain of Alara. Find the shaman, see what he knows about Ramaz, and bring me that shard. Hässlich. Goblin und Feuer. Oh ja, Dracomanten. Überlebe den Vulkan, Goblins auf dem Pass. Und wir begegnen jetzt dem grollenden Dschungel. Ein Dschungel. Probieren wir doch mal das neue Ramazuri-Schwarmdeck. Du bist tief im Tiefland von Jund angelangt, inmitten urzeitlichem Dschungel und brodelnd heißer Teergruben. Im mit Giftpilzen übersäten unter uns wimmelt es nur so von monströsen Reptilien. Durch die Baumkrone hindurch erblickst du den Rauch, der vom Vulkan aufsteigt. Schreite vorsichtig, Planeswalker. Ja, ist eine gute Hand. Machen wir erstmal hier rotes Mana, weil könnte ich den Shop gleich zaubern. Eigentlich so gut ist die Hand gar nicht. Ich habe bloß einen Masuri. Das ist traurig. Also das Deck ist in seiner ursprünglichen Form, haben wir im letzten Part gesehen. Falls nicht, einfach nochmal den letzten Part anschauen am Ende. Ja, Stirbringer. Okay, ja, bringt nichts, den zu töten. Auf jeden Fall, das Deck ist noch schwach an Ramazuri, so in seiner ursprünglichen Form. Da fehlt noch einiges. Soll ich jetzt schon Land Ramazuri spielen? Nein, Mana ist wichtiger. Eine Ebene bitte. Viel Landsuche ist in dem Deck drin. Das ist okay, aber ein bisschen zu viel, glaube ich, ist drin. Konnte es halt noch nicht anpassen, weil ich habe noch keine Karten freigeschaltet. Ein Match habe ich mal damit gemacht. Hab mir einen großen damit freigeschaltet, aber ja, noch so ein kleines Vieh. Solange die so klein bleiben, habe ich gegen diesen Dschungel gar nichts dagegen. Eile haben sie alle. Tappen für Mana. Verwende die Schaltfläche Tappen für Mana. Das habe ich schon öfter mal gelesen. Wo ist Tappen für Mana Schaltfläche? Tappen für Mana. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, falls ihr es wisst. Falls ihr es bis dahin nicht. Schade. Tappen für Mana. Irgendwo muss eine Schaltfläche sein. Ich haue jetzt. Kann ich irgendwie. Ich sehe, was da jetzt getappt wird. Ist auch. Nee, das ist gut, was getappt wird. Kann man brauchen. Aber Schaltfläche tappen für Mana, müsste die dann nicht hier irgendwo sein? Egal, ich werde mal danach genauer nachschauen. So, klugerweise, man kann jetzt natürlich eine Kreatur spielen, als Blocker wäre die geeignet. Oder, was man oft macht, ist gleich seine Mana-Karten, also mehr Länder aus dem Deck rausziehen. Weil dann erhöht sich automatisch die Chance, dass man mit seinem nächsten Zug kein Land zieht. Deswegen machen wir das mal. Wir haben eigentlich schon alles. Nein. Diese Karte. Nein. Ich möchte eine Ebene. Warum? Weil ich hier sowas habe. Ach gut, jetzt konnte ich den noch spielen.
stimmt, so reicht er ja auch schon als Blocker. Ich habe bloß Angst, dass jetzt irgendwas Schwarzes kommt, was mein Zeug kaputt macht. Was? Rot auch noch? Zu viel Sachen, die kaputt machen. Wenn das Spiel... drei Mana, 3-3, die sich in 3... Okay. Das ist jetzt keine Kreatur, die mir irgendwie Bauchschmerzen bereitet oder so. Den erst. Jawohl, habe ich eine 3-4 und damit kann ich auch dieses komische Krokodil blocken. Wenn ich den Wunsch verspüre. Nein, ich kann noch nicht angreifen. Also ich kann noch nicht effektiv angreifen. Es hat gut getappt, das Mana. Es hat mir genau ein Land für meine zwei Spontanzauber ruhig gelassen. Hat klug getappt zumindest. So, das ist gut. Da holen wir noch ein Gebirge, dann haben wir von allen zwei. Und schleudern den noch raus. Alle haben sie Eile jetzt. Alle haben sie plus 1, plus 2 und Eile. Der hat nur so kleine Viecher, die, wenn sie sterben, einfach wiederkommen. Ich hätte jetzt gerne den Erstschlag, Ramasuri. Noch so ein kleines Viech. Talide. Ah, Talide. Da hatte ich auch mal ein lustiges Fun-Deck gespielt. Was sind denn Talide? Das sind ja, glaube ich, so... Talide in Jund versuchen zu verbergen, dass sie köstlich schmecken, indem sie sich in Stacheln hüllen, die sie vom Zuselzungbaum abklauben. Okay. Yeah. Das, was sie rauchen, will ich auch. Eigentlich wird es angebracht, hier mal anzugreifen. Halt! Timer anhalten. Boah, das will ich nicht. Ja. Genau, den will ich auswählen. Weg mit dem. Und hier nix drei von deinen Viechern nachkommen. Tja, scheiße war's, nicht wahr? Ich hätte auch den Schock auf den anderen machen können. Saproling? Ja. Tali, dir das Saproling brauchen wir zu reduzieren. Ja, da hatte ich mal ein Deck, das lauter so kleine Kreaturen hatte, das massenweise Saprolinge gemacht. Da hat man so mit fast jedem immer neue Saprolinge dazu bekommen. Das war ganz witzig. Und dann so eine Karte wie Overrun, wo alle Kreaturen dann einfach plus 3 bekommen und wenn man so 20 Saprolinge hat, dann macht es schon ordentlich Bumm. So. Aber wie es aussieht, läuft es sehr gut. Wenn er irgendwas blockt hier, tot blocken will, halt. Ich muss überprüfen, was blockt er. Er blockt mit dem, den. Okay. Er blockt bloß, um Damage zu verhindern. Mich wundert, dass er nicht mit dem letzten blockt. Viel Mana hat er. Aber er kann wohl nicht mehr viel machen, Kreatur. Schieß ihm den weg. Dann hat er nur noch Saproling. Das brauche ich jetzt gar nicht. Diese Karte auch so bald wie möglich spielen, weil dann kann man wieder ein Land aus der Bibliothek rausholen. Nämlich hier so ein Wald zum Beispiel. Dran angreifen. Er muss wieder blocken. Wahrscheinlich mit allen. Ja. Dadurch ist seine Seite erstmal leer.
Und ich vermute, im nächsten Zug sollte es geschafft sein. Ja, haben sich die Sabrolinge doch gut die Remazu ist doch gut geschlagen. Ach Gottchen. Aber das ist echt eine billige Herausforderung. Ich wüsste nicht ein Deck, mit dem ich da Probleme hätte. Da müsste ich ja Manas gut und gar keine Kreaturen bekommen. Angriff. Für... Boah. 17. Minus 3 sind 14. Sehr gut. Herausforderung gemeistert. Erste Herausforderung mit dem Sliver-Deck. Was kriegen wir? Unzerstörbarkeit. Eine Karte, die ich nicht unbedingt brauche. Ich brauche mehr Remazuri in dem Deck. Wisst ihr was? Das machen wir gleich. Deckverwaltung. Schmeiß mal die Karte schon wieder raus. Viermal. Hier, da leuchtet sie sogar. Weg damit. Raus ist sie wieder. Übrigens, beim ersten Sieg habe ich den da bekommen. Ja. Speichern und aufhören. Alles klar. Ja, wie immer, liken, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Trotzdem liken. Und bis zur nächsten Herausforderung. In Aldara? Aldara, glaube ich, hieß es. Aldara. Genau. Also, danke fürs Zusehen. Ciao.